Hi, ich bin Alex Burger und ich wollte euch heute mal ein Tool vorstellen, das ich täglich nutze und das mir die Arbeit sehr erleichtert. Und zwar ist es der Google Reader. Da kommt ihr dran, indem ihr euch bei Google anmeldet und dann auf Reader geht. Und zwar, ja, was kann man damit machen? Man kann viele Webseiten abonnieren. Die meisten Webseiten bieten heute einen RSS-Feed an. Das heißt, es werden die Nachrichten, die neu geschrieben werden, einzeln als Artikel veröffentlicht. Das zeige ich euch später mal. Erstmal gehe ich hier noch kurz in die Trends. Also ich selber habe insgesamt 293 Sachen abonniert und habe dadurch schon irgendwie über 100.000 Artikel durchgeklickt. Wobei gelesen heißt nicht, dass ich die alle gelesen habe, sondern dass ich die Überschriften gelesen habe. Okay, ja, wie habe ich das strukturiert? Ich gehe zuerst mal, also ich habe mir erstmal die Seiten alle in einen Ordner gefasst, bei denen ich selber was damit zu tun habe. Um die Sachen anzugucken, einfach drüber gehen und mit der Leertaste könnt ihr euch durch die verschiedenen Artikel klicken. Das ist immer ganz praktisch, damit ich sehe, was auf den Seiten passiert, wenn ich selber nichts veröffentliche. Genau, da gibt es schon mal verschiedene Sachen. Ansonsten habe ich die in verschiedene Themengebiete eingeteilt. Ich habe hab ein paar Design-Sachen, habe ein paar Social-Media-Sachen. Welt, das sind Nachrichten. Wirtschaft, kann man sich denken. Make, habe ich ein paar interessante Sachen. PR, Unterhaltung ist natürlich eine meiner Lieblingsecken, wo ich gerne mal prokrastiniere. Also 9gag ist da so eine Quelle, wo die, weiß ich nicht, wo lustige Sachen gepostet werden, die halt mehr oder weniger lustig sind. Aber es entstehen auf jeden Fall die meisten Meme. Die meisten Sachen sind nicht lustig, aber ab und zu finde ich was Tolles, was ich dann weiter posten kann. Genau, Leertaste drücken, um da schnell durchzugehen. Dann habe ich noch meinen Like-Ordner. Das sind die Sachen, die ich immer als erstes lese. Viele amerikanische Blogger sind dabei. Ja, Home and Friends ist auch noch eine tolle Sache. Da sind die Sachen aus Mainz, die ich verfolge und von Leuten, die ich persönlich kenne. Und hier unten sind noch ein Haufen Sachen, die ich noch gar nicht zugeordnet habe. Die meisten Sachen, die ich, also wenn ich auf eine Webseite gehe und die interessant finde, dann, wie heißt's? Dann abonniere ich die meistens, schaue eine Zeit lang, ob mir das gefällt, was da geschrieben wird. Und wenn mir das gut gefällt, ordne ich die irgendwo ein. Und wenn es mir nicht gefällt, haue ich es wieder weg. Genau, und wie abonniert man sowas? Ganz einfach, man geht auf die Webseite, findet dort die URL und markiert die URL, kopiert sie sich und kann hier auf Abonnieren klicken. Einfügen, hinzufügen. Die Seite habe ich jetzt schon abonniert, deshalb wird er mir sagen, Sie haben die Seite bereits abonniert, aber wenn ihr neu damit anfangt, RSS zu lesen, dann ist es der Weg. Es gibt hier oben auch noch so ein kleines Icon im Browser. Das könnt ihr auch drücken. Je nachdem, wie ihr das eingestellt habt, kommt es dann direkt in den Google Reader. Bei Safari wird es aber erstmal mit Mail verbunden. Finde ich nicht so praktisch, deshalb mache ich das mit Copy und Paste. Und ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, wie ich das weiterverfolge. Genau, was kann man noch machen? Artikel, die einem gefallen. Ja, kann man mit S oder mit diesem kleinen Stern hier markieren und hat sie dann automatisch unter seinen Lieblingsartikeln archiviert. Genau, also, warum nutze ich den Google Reader und nicht irgendeinen anderen Reader? Das ist einfach Bequemlichkeit, weil man kann den Google Reader mit sau vielen Programmen, die es da draußen gibt, synchronisieren. Das heißt, ich habe es auch auf dem iPod oder auf dem iPad dabei und kann dann immer die Sachen lesen, die mich interessieren. Auf diese 200 Webseiten zu gehen und immer zu gucken, ob das irgendwas Neues gibt, halte ich für nicht so interessant. Und das Interessante an dem Google Reader sind vor allem auch die Seiten, die nicht so viel schreiben, wo jetzt nicht 5 Nachrichten am Tag kommen, sondern wo alle 3, 4 Monate mal was Neues passiert, was mich dann auch wirklich interessiert. Da kriege ich dann automatisch mit, dass da was passiert ist. Also, probiert mal den Google Reader aus. Ist eine tolle Sache. Ich wünsche euch viel Spaß damit.